So, herzlich willkommen zum 6. Let's Play von Castlevania Circle of the Moon. Ja, und wir sind jetzt beim Golem. Bei dem Iron Golem. Ja. Als Boss. Da ist er schon. Ah, ein bisschen weiter weg. Da. Auchi. Ah, wir haben unsere. Falls er zu dreht, ist schon da. Ja, jetzt kriegst du mich auch was ab. Ui. Down! Mann, das war mal schnell. Ja, das ist auch wirklich der schwächste Gegner hier. Die richtigen Karten kommen noch. Hallo, Huge. Ja, ist leider wieder auf Englisch. Ja, da kann ich nichts machen. Ja. Auf jeden Fall müssen wir jetzt den Sprung kriegen. Hier in diesem Bereich. Ich glaube, das ist ein Zeitstopper. Ja, Kickboots. Wupp, wupp. Den Wandsprung. Ich glaube, das ist ein Zeitstopper, dieses Item da. Da kann man dann so machen? Im Normalfall. Dann so. Puff, puff. Ja? Ja. Hol mal wieder den Flammenschild. Ich sag jetzt einfach so. Ja, das war ein bisschen jetzt einfach so kurz, deswegen machen wir, machen wir noch ein bisschen länger. Ja. Wir gehen bis da unten, zu, da wo es hochgeht, mindestens. Puff, puff. Ja. Die Erdrüstung. Herz. Die Karte haben wir ja schon von dem Slime. Ich weiß nur nicht, welche es war. Oh ja, klar, ich spring da rüber und werde trotzdem neu getroffen. Boah. Du bist ja an der... Ui! Gaunt. Gauntlet. Gauntlet. Ja, irgendwelche Handschuhe. Man kann ja gleich mal gucken, ob sie was bringen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Das muss hier drin sein. Das ja, Quentel bringt was, also Gauntlet. 10 Angriff. Gaunt Legends. Ja. Jetzt trägt er 2 Handschuhe. Ja. Magic Gauntlets und die normalen Gauntlets. Oh, warte, was? Was wäre das? Oh, du bist poisoned. Ja. Zum Glück haben wir ein paar Dinger davon gesammelt. Antidot. Haben die Würmer am Anfang ja sehr schnell gedroppt. Ja. Ah, jedenfalls sie wirkt, die Fähigkeit. Der Feuerball ist gegen deine Feuerbälle geflogen. Ja. Den, ah, hier. Steinrüstung. Mann, weil... Man könnte meinen, du wärst draufgesprungen und hättest ihn besiegt. Ja. Das war Kamikaze. Kamikaze! Ah, schade, der Pfeil wurde nicht abgewehrt. Der Steinwurf von ihm. Ein paar Herzen. Na, die Axt wollen wir nicht, stimmt's? Ja. Welche Sub-Weapon ist eigentlich die schwächste? Die blöde. Der Hochdeutsch. Also die Messer. Ja. Die Knives. Hey, warum hast du die jetzt weggemacht? So. Dann nehmen wir unten den Weg rechts. Also müssen wir rüber. Und so. Wupp. Autsch. Ungünstig. Dafür ist es nicht da. Bash. Aber nicht der Charakter Bash. Ja. Aus Final 8? Ja. Die Hyäne. Ja. Die dafür Heckenschützen machen wollen. Ja, wenn die Hecken machen wollen, dann sollen sie die auch schneiden, die Hecken. Da ist ein Werwolf. Ja. Drill. Ha, daneben. Treffen muss man schon können, ja. Nicht wahr? Die Werwölfe sind auch nicht gerade stark. Aber die sind so unverschämt schnell. Ja. Keiner von den, von diesen beiden Charakteren, keiner von diesen beiden Gegnern droppt eine Karte. Ja.
der Gargoyle. Die andere Form des Gremlins. Ja. Da hat man gerade gesehen, warum Gargoyle. Ja, das Ding ist nur stehen geblieben gerade. Es war zuerst, hat sich zuerst nicht gerührt und erst wenn du dich genähert hast. Oha! Hier kommt man trotzdem nicht hin. Nee, da muss man noch besser springen können für diesen Weg. Ja. Da ist auch nichts. So, das ist ein Weg. Nope. Hätte sein können, wäre nämlich ein gutes Versteck für einen Geheimweg, ja. Ja. Das, ups, das hier, weil sowas kann man. Ah, das sieht sehr verdächtig aus. Nee, ist aber nicht. Oh, ist nix. Ein kleiner Skelettsoldat. Ach, hier waren wir doch schon mal. Ja. Ja. So, da, da, unten links. Aber erstmal geht's zum Speipunkt, dann wird erstmal aufgehört. Ja. Das Let's Play hier. Hast du auch ganz schnell reingefunden? Oh. Schade, dass die Herzen nicht aufgefüllt werden. Ja. So, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video erstmal war. Und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Und tschüss. Ciao.